Sie flitzen, was das Zeug hält. Beim Finale des Stadtwerke-Kindersprints geben die Kids alles. Jede und jeder einzelne von ihnen will sich einen Treppchenplatz ergattern. Und das ist gar nicht so leicht. Die Konkurrenz ist groß. Über 1000 Kinder haben im Vorfeld mitgemacht. An verschiedenen Schulen ging es bereits im Qualifying schnell zu. Die besten von ihnen sind am Samstag in der Spreegalerie angetreten. Unter ihnen war auch Christa. Also ich fand's toll, hier dabei zu sein. Also es war so richtig toll, um die Medaille zu kriegen. Das war ein richtig tolles Erlebnis. Und ich freue mich richtig, wenn's nochmal ist. Mit Sicherheit. Der Kindersprint gehört in Cottbus zu den beliebtesten Wettkämpfen. Die Stadtwerke veranstalten ihn seit Jahren und haben ihn endlich aus der Zwangspause zurückgeholt. Wir machen das schon sehr lange, aber in der Pandemiezeit haben meiner Meinung nach wirklich die Kinder am meisten gelitten. Und das freut uns wahnsinnig, dass es wieder Veranstaltungen gibt, vor allem die Sportveranstaltungen. Und selbstverständlich, wenn wir da was ausrichten können, dann machen wir das auch. Die auch Tobias Schick unterstützt. Und wenn der Oberbürgermeister schon mal da ist, wollen alle auch ein Foto mit ihm. Das gibt es auch von Hanna Lorenz und Vincent Lattich. Die Zweitklässler holen sich den ersten Platz beim Stadtwerke Kindersprint.